Herzlich willkommen, Leute. Willkommen zu diesem neuen Video. Hinter mir steht der Kevin auf der Durchreise hier von Berlin und er hat ein wunderschönes Auto mitgebracht. Kevin, schön, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Wir machen heute ein bisschen Waschvideo für euch wieder, Community-Wäsche. Dann fahren wir auch nochmal zu mir, gucken uns die ein oder anderen Sachen an, da haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Und Kevin zeigt uns mal hier sein wunderschönes Auto und dann gibt es natürlich auch ein bisschen Community-Wäsche. Wir wünschen euch viel Spaß. So Kevin, dann berichte mal hier, was hast du denn Schönes mitgebracht? Jetzt bin ich echt gespannt. Also ich bin ja jetzt schon verliebt. Ja, einen Lincoln Navigator aus dem Baujahr 2003. Sehr, sehr cool. Schon etwas älter, aber... Erzähl mal ein bisschen was. Wann hast du die geholt? Wie viel hat er runter? Warum hast du dir das Auto geholt? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe den mir vor... Was haben wir jetzt? 19. November? Okay. Geholt. Als es schon hieß, wir kriegen ein zweites Kind, dachte ich, du brauchst irgendwas, was doch größer ist und was nicht jeder hat. Okay. Und dann hieß es, da war erst Pickup der Plan, aber Madame wollte nicht. Fand sie zu unpraktisch. Ja. Und was soll ich sagen? Jetzt kommt der vierte. Das vierte? Das vierte ist jetzt im Anlauf. Also ihr seid fleißig in Produktion. Ja, aber jetzt ist es Ende im Gelände. Sehr gut. Und das hast du jetzt halt hinten auch noch dritte Sitzreihe, oder wie man das genau, nennt? Genau, elektrisch Hochklapper. Okay. Gab es bei dem Modell nur elektrisch? Sehr, sehr cool. Also, denke ich mal, gute Wahl. Riesengroße Reifen und Felgen, wie man das halt von den Amis kennt. Auch wenn man, wir können ja mal kurz ein Stück zurückgehen, damit man mal den Größenvergleich sieht. Zwischen der Mercedes C-Klasse und dem Lincoln. Aber, darfst du nicht vergessen, der ist nicht größer als irgendein VW-Bus oder Mercedes oder sonst was. Ja, also, aber das ist doch so GLE, oder? GLE-Größe? Größer sogar. Ja, tick noch. Also G-Klasse, wir sind schon gleich hoch. Okay. Aber ich bin halt nochmal ein Müh länger. Nicht schlecht. Und das ist die kurze Version übrigens. Das kennen wir bei den Avis, da ist ja groß ist bei denen normal. Und XXL ist bei uns dann so die etwas längere Variante und bei den Amis ist dort dann gibt es nochmal XXXL. Also sehr, sehr cool. Und das ist eine Farbe, ist das Unischwarz? Ich guck mal. Also wirklich, wenn man Farbcode direkt eingibt, steht einfach nur schwarz da. Ja, schwarz. Ohne alles. Also das sieht man auch. Keine Metallic, Aluminiumoxidflakes drin. Also wirklich tiefschwarz, Black-Ausführung und nochmal eine LED-Bar mit reingemacht. Bist du mal hier im Wald unterwegs? Oder nö, eigentlich nur einfach so viel Licht, wie es geht. Ja. Wenn man auf dem Parkplatz ist oder wenn man bei mir in der Garage bin. Dass ich nicht Motor lassen muss, sondern LED. Ja, zack, sehr cool. Licht. Ausfahrbare Trittbretter, die werden wir auch gleich noch im Einsatz sehen. Und damit können wir eigentlich loslegen. Bereitst du dich ganz entspannt vor. Mach ich. Nimmst, holst dein Waschset raus und ich gehe noch mal hier ums Auto rum. Und dann machen wir euch mal hier so ein kleines, schönes Waschvideo. Und das wird super spannend. Warum? Weil Kevin natürlich ein ultra hohes Auto hat. Und hier komme ich ja super aufs Dach. Aber hier bin ich echt gespannt. Aber wenn Kevin natürlich sein Auto fährt, dann gehe ich fest davon aus, dass er da auch so die ein oder anderen Tricks sich angeeignet hat, wie man hier aufs Dach kommt. Und dann bin ich echt gespannt. Also sehr, sehr cool. Wir gucken mal hinten in den Kofferraum rein. Da ist hier Detailing-Tasche mit am Start. Mehr oder weniger. Einsatztasche. Einsatztasche. Tasche für Tücher. Platz ohne Ende. Ich komme gerade so mit dem Kopf drunter durch. Shiny Garage-Eimer. Also hier hast du richtig Platz, um dann auch nochmal hier die Sitzreihe hochzuklappen. Das geht. Also da, mit Kindern, das müsste klappen. Ja, ja. Da ist jeder Platz besetzt fast, ne? Ja, ist wirklich. Dann jetzt kommt Schwiegermama mit in den Urlaub und... Anhängerkupplung hast du auch haben mit? Haben wir. Ja, nicht natürlich. Mit, aber hab ich da. Und das ist ein Motor, ein V8? Ja, V8, 5,4 Liter. So muss das sein. Ja, so es gab nur einen Motor in diesem Modell. Sehr gut. Durchschnittsverbrauch? Also auf Sprit 20 in der Stadt, aber auf Gas. Okay, Gasanlage, sehr gut. Sehe ich auch. Wo hast du den Gasanschluss bei dir? War das? An der Seite oder unten? Bei mir war im Ram Warrior hinten unten. Ah, du hast ihn daneben. Okay. Ja, ich bin dann beim Ram auch mit Gas gefahren. Ja. Hast zwar auch 20 Liter Gas, aber Gas ist immer noch anders als Benzin. Ist noch ein bisschen erträglicher, vor allem gerade jetzt. Das passt. Sehr gut. Gut, dann schaffen wir das alles mal hier vorne in den Schatten und dann können wir mal kurz drüber schauen. So Kevin, dann erzähl mal so ein bisschen, was du mit hast. Also ich habe gerade schon mal die Frage gestellt, ist das jetzt alles, was du bei einer normalen Fahrzeugwäsche nutzt oder hast du noch ein bisschen Bonusmaterial mitgebracht? Eigentlich ist es das Standardsortiment, was ich immer, ich bin so manchmal, ja, das ist halt, wenn ich auf Arbeit oder mal zu Hause in meiner Garage saugen kann. Pinsel sehe ich. Ja, und mal Hartwachs. Ja, das ist halt mal so mal zum Austesten. Die Turner Sauer, Snowfoam und Shampoo. Das haben wir hier. Wir machen ja noch mal ein extra Video, dann, wo wir uns noch mal das Set im Detail anschauen. Ich denke mal, das wirst du an der Spaybox jetzt nicht jedes Mal. Nee, nee, nee. Das ist, wenn ich mal wirklich ein bisschen zu viel Zeit habe und doch Langeweile habe. Ja.
ADBL Glass Pro in einer Kochchemieflasche. Das mag ich einfach an den Community-Videos. Das ist einfach so crazy Dinger hier. Ja, was soll ich sagen? Ist auch nur, also ist eigentlich das Originale, bloß umgelabelt. Du bist auf jeden Fall hier wild unterwegs. Solange du in der Soft 99 Dose dort jetzt keinen. Nein, da ist wirklich das. Kein Felgenreiniger drin. Nein, nee, so schlimm dann ist es passt nicht. Das ja. Was haben wir hier noch Schönes? In der Insektenentferner. Zauberkinder. Auch in der Shiny Garage Flasche. ADBL. Sehr gut, Insektenentferner. Beetlejuice Squeezer bestimmt. Das haben wir hier. Aber in der Gian-Flasche ist hoffentlich Gian drin. Ja, mal. Das ist, was du mir empfohlen hast für den Grünen. Genau, stimmt. Da können wir mal ein paar Bilder einblenden jetzt. Zeige ich euch jetzt mal. Erzähl mal kurz was dazu. Was war das für ein Auto? Ganz kurz, was war da für ein Problem? Ich habe hier die Bilder ja noch von dir. Ein Rolls-Royce Silver Shadow 2. Und ja. Für meinen Nebenjob, der Chef meinte, oh, ich habe mal gefragt, ob ich den waschen darf. Er meinte, mach doch. Ja. Und dann halt mir bei dir. Hast du gefragt, was gut ist für das Dach? Ich habe gefragt wegen dem Vinyldach, genau, und dann hast du mir das empfohlen. Und das Ergebnis sieht man jetzt, blende ich euch ein, ist absolut Wahnsinn. Ich habe schon geschrieben, dann, was hätte ich dir bei WhatsApp geschrieben? Sieht aus wie eine Auslieferung. Ja. Und Chef war sehr, sehr begeistert und ja, es kommt dann so nach und nach. Jetzt wird noch Lack geknetet. Ja, sehr, sehr geil. Polieren. Du hast ja den Sonax Clayball, fehlt nur die Knetoberfläche. Sehr cool. Genau. Also wir gucken uns, wie gesagt, das ganze Set nochmal dann bei mir in der Halle an, in Ruhe. Da ist ein bisschen kühler. Und jetzt kannst du dich ganz langsam vorbereiten, was die Wäsche angeht. Und dann machen wir euch so einen kleinen Zusammenschnitt. Das hier Eimer mit, ja, Deckel. Ich mag es halt ordentlich, wisst ihr, dann benutzt du Dings hierin oder... Ja. Hast du dich auch von den Shiny Chiefs Farben anstecken lassen? Nee, denn? Lustigerweise, ein Kumpel hatte zwei Stück davon. Okay. Und ich hatte zwei davon und sagte, Digga, wollen wir tauschen? Sehr gut. Fantasie. Abwechslung. McGuire's, Shiny Cheese. Ja. Was ist Dead Performance? Dead Performance ist ein guter Freund von mir, also ein sehr guter. Der macht Ambientebeleuchtung und Sternenhimmel. Kann man auch mal ein bisschen Werbung machen. Ja. Guck gerne mal vorbei. Sternenhimmel. Müsste man mal drüber nachdenken. Er hat jetzt letztens ein Audi A8 gehabt und hat gesagt, er will es bei mir auch machen. Ja. Und das wären bestimmt über 1000 Sterne. Mm. Aber er hat total Lust drauf und. Geile Sache. Ich glaube, Kind wäre glücklich. Wir gucken mal. Gut, also wir machen erstmal die Wascheimer voll. Wir haben hier noch eine 360 Grad Schmutzfalle drin. Nee, haben wir nicht. Die Dirtlock haben wir hier drin. Und Waschhandschuh ohne Ende in vielen Farben. Jedes Bauteil ein Waschhandschuh. Ah, du machst also die Waschmethode viele Waschhandschuhe, aber trotzdem drei Eimer mit. Ja, weil Emma, hier ist ja den Felgenreiniger noch drin, der Gebläse und dann halt die benutzten Waschhandschuhe darin. Also sehr cool. Jetzt haben wir mal wirklich eine Waschmethode, die wir so bei den Community-Videos noch nicht hatten. Sehr cool. Ich habe rausgefunden, ich wasche damit entspannter und schneller sogar. Ja. Als jetzt ständig deswegen ist es ja cool, einfach mal zu gucken, wie wascht ihr alle. Ne? Ja. Und deswegen sehr cool. Wir kürzen, wie gesagt, auch ein bisschen ein paar Sachen ab, weil das Video wollen wir nicht gerade drei Stunden draus machen. Wir füllen jetzt die Eimer auf und sehen uns dann hier bei der Vorwäsche. Wir haben 15, oder nee, das ist knapp voll, ne? Ja. Wir haben 4x 20 Cent, also 80 Cent haben wir einmal hier bei uns gefüllt, dass wir mal ein bisschen so eine Preiskalkulation haben. Und wir brauchen jetzt keinen Rinse-Eimer, wir brauchen nur einen Shampoo-Eimer mit Wasser. Und ihr seht hier, Kevin hat eine Menge Handschuhe mit. Weißt du, wie viele das sind? Ich glaube, im Schnitt waren es knapp 15. 15 Waschhandschuhe. Also ihr seht, Kevin ist auch nicht so der... das ist so typischer Ami-Fahrer, ne? Einfach zack, rein damit. Ja. Ne? Da wird nichts abgemessen. Man hat doch 5 Liter. Ich muss auch ehrlich sagen, ich komme immer weiter weg. Ich mache auch so einfach rein. Und 5 Liter. Ich hole nur noch 5 Liter Kanister. Dann lieber ein bisschen überdosiert, aber das würde ich jetzt nur bei Shampoos machen, die nicht so extrem stark sind. Ja. Also das ist ja das Sauer, das ist ja immer noch in Ordnung. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, das ADBL, Synthetic Spray Wax, dass es das angreift. Kann durchaus sein. Habe ich echt das Gefühl. Kann durchaus sein. Weil ich habe immer, wenn ich wasche, dass das wirklich nass ist. Und es kann aber auch, kann ich auch sagen, es kann auch mit an den Handschuhen liegen. Das kann auch sein. Dass die Faser ein bisschen abrasiver ist, weil halt ein bisschen einfacher verarbeitet, kann auch damit zusammenhängen. Ne? Das kann auch sein. Müssen wir mal gucken, weil es gibt wirklich Unterschiede bei diesen Fasern. Im Vergleich zu... Das ist Mikavo. Das ist halt wirklich eine andere Faser. Wenn man das mal nebeneinander hält, mal so hier, sieht man schon, es kann wirklich ein bisschen abrasiver sein. Plus natürlich das Shampoo, was du natürlich auch teilweise vielleicht auch mal überdosierst, ne? Ja. Weil du ja einfach reinsqueezed. Aber ich hab... Mein Gott, dann kommt halt wieder aber Synthetic Spray. Genau, das wollte ich damit sagen. Du machst danach einfach wieder Synthetic Spray Wax drauf. Richtig. Und die Sache ist durch. Also wartest du auf die Black Week, holst den nächste. Ja. Diesen 5-Liter-Kanister. Und alle sind glücklich. Na dann. Let's go. Ja, also das ist natürlich auch mal schön, jetzt eine andere Waschmethode zu sehen. Felgenreiniger. Ja, also mach ganz entspannt, mach so, wie du das immer machst. Felgenreiniger brauchen halt ein bisschen von der Größe. Ja. Hier übrigens auch umgefüllt. H2 Rothorn,
Felgenreiniger und mit Nylonbürsten, der Pinsel, das hätte ich nicht gedacht. Warum? Hast du da Felgenprobleme? Nee. Okay, dann passt es. Eigentlich nicht. Also bei Hochglanzschwarz wäre ich mit dem Pinsel ein bisschen vorsichtiger. Ja, die Felgen sind sowieso. Amichrom, wie gesagt, ist nicht das Schönste. Ja. Und irgendwie in 2-3 Jahren soll da sowieso ein bisschen. Aber das, man hat jetzt schön gesehen und ich finde das mega, dass du das in dieser Sprühflasche hast. Ja. Du hast jetzt genau 2 Sekunden gebraucht, um die Felge einzusprühen. Weil es mir auf den Sack ging. Mit einem Sprühkopf machst du natürlich. Und ich habe einen Liter Verbrauch gehabt jedes Mal. Boah, jedes ja klar. Mal. Sehr cool. Färbt sich jetzt langsam ein. Was sagst du zum Duft? Also ist das stört ja nicht. Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, ich muss davon brechen an der Espelbach. Und ich zum Beispiel bin auch jemand, ja, es riecht, aber ich finde es jetzt nicht. Mein Cousin habe ich das mit der Kirschvariante geholt. Der sagt, da riecht gar nichts nach Kirsche. Aber mich stört es gar nicht. Ja, K2 hat natürlich auch versucht, so diesen Geruch so etwas abzudecken. Aber da kann ich dir mal was Neues empfehlen für die Zukunft. ADBL Vampire Liquid, die neue Variante. Ah. Ja, habe ich jetzt auch im Auto, kann ich ja später noch mal zeigen. Video habe ich noch nicht gesehen. Nee, ist auch jetzt noch gar nicht online, jetzt zu dem Zeitpunkt. Die Flasche habe ich gesehen im genau. Okay. Ich habe gerade vor deiner Ankunft habe ich hier drüben gedreht. Ja. Also das ist alles Zeitsprung hier. Also ihr seht, das geht sehr, sehr entspannt hier bei Kevin. Und hier muss er trotzdem aufpassen, nur Felge steht in der Sonne. Ja. Sollte man jetzt hier keine 10 Minuten einwirken lassen. So. Jetzt habe ich die Menge verbraucht und... Wo war es vorher? Na, bei Max. Ja, also hier, da geht schon ein bisschen was weg, ne? Weil der natürlich gleich sehr viel aufsprüht. Man sprüht zwar nicht lang, aber es geht halt sehr, sehr viel raus. Doch einfache Variante, ja. Ich finde. Trotzdem musst du aber echt aufpassen, wenn die Felgen sehr, sehr heiß sind, dass da nichts anbackt, ne? Oder beziehungsweise eintrocknet. Du siehst nämlich schon an manchen Stellen, fängt das schon an, weil die Felgen sehr, sehr warm sind. Also, wir kommen ja gerade von der Autobahn. Ja. Ich bin zwar auch nur 100 gefahren, aber... Der Pinsel macht das jetzt wieder weg. Also du hast ja trotzdem... Und da gebe ich den Tipp, wenn du das merkst, dann sprüh einfach jetzt noch mal ein bisschen was auf. Nur ganz kurz. Und dann siehst du ja, dass es sich sofort wieder löst. Ja. Also da brauchen wir jetzt keine Panik haben, dass dann gleich die Felgen versaut sind. Einfach noch mal kurz einsprühen und reinigen. Wie gesagt, der Plan ist sowieso in ein paar Jahren noch mal Hochglanz verdichten oder schwarz. Schwarz wird dann natürlich hier bei diesem schwarzen... Hast du dann auch ein paar Chromleisten? Ne? Ja, aber die sollen auch irgendwann noch schwarz werden. Ja. Weil ich würde dir empfehlen, in Zukunft, weil du ja viel mit Pinsel arbeitest, Handschuhe anzuziehen. Einfach. Nur so als Tipp. Habe ich aber auch bei Gummihandschuhe. Aber ich bin halt so. Wir sagen es einfach mal mit dazu. Ja. Ist ja. Kann ja jeder selber entscheiden. Ja. Aber dadurch, dass du halt wirklich sehr nah an der Felge bist und vielleicht auch mal zwischen die Speichen kommst, man muss sich ja nicht unbedingt immer auf die Hände schmieren, sage ich immer. Und danach auf jeden Fall auch Hände waschen. Ja, siehst du, aber trocknet schon an. Ja, also da muss man auf jeden Fall fix sein jetzt bei den Temperaturen und bei dem Wind. Der Wind ist das, ne? Felge warm und hinten natürlich noch in der Sonne. Und ich wette mit dir, wenn du hier vorne reinigst, wir gehen mal hinter, ich wette, dass das hier schon angetrocknet ist. Seht ihr das? Das ist genau das Problem, was ich auch in einem Video euch schon gezeigt habe. Das zeigt sich ja auch nochmal. Und es ist egal, welcher Felgenreiniger. Passt auf, dass das, wenn es in der Sonne steht, am besten eigentlich, hier muss dann wirklich nochmal Felgenreiniger raufgesprüht werden. Und das werden wir auch gleich sehen, dass sich das wieder löst. Aber ich lasse jetzt Kevin noch weitermachen. Und dann sehen wir uns hier an der Felge nochmal, weil das wirklich wieder so ein typischer Fall ist von eingetrocknet. Das geht halt übelst schnell jetzt bei den Temperaturen. Jetzt sind wir hier hinten an der Felge angekommen. Und jetzt hilft wirklich bloß, nochmal wirklich einfach eine Runde einsprühen. Und da sieht man auch sofort, dass das gleich anlöst. Ne? Guckt gleich wieder das Chrom durch. Und das ist jetzt eigentlich so, viele immer sagen, oh, da habe ich übelste Panik und jetzt meine Felge versaut. Aber man sieht jetzt hier, ich hoffe, die Kamera nimmt es auf, das ist sofort wieder angelöst hier. Ja. Also da macht euch da keinen Kopf. Man sieht auch schön hier, dass der Schmutz jetzt hier rauskommt, das Braun. Und dann wirklich zügig, solange es nicht wieder einbrennt oder antrocknet. Einbrennt tut es ja nichts, trocknet halt einfach nur an. Dann zügig hier Lanze schnappen, klarspülen und alles schön abstrahlen. So, ich habe mir mal den Ton geschnappt und jetzt gehe ich mal ein Stück zurück, damit es nicht so unendlich laut ist. Ja, ihr habt es schon mal schön gesehen und das ist halt einfach, das sind diese Probleme, die alle haben an der SD-Box, wenn natürlich ein Teil des Fahrzeugs in der Sonne steht, dass man einfach darauf achten muss, dass die Felgen nicht vom Felgenreiniger zugekrustet werden und dann einfach gründlich abspülen. Kevin macht so, er spült nicht mit Klarspülen ab, sondern er spült bei uns jetzt hier mit der Hauptwäsche oder mit der Hauptvorreinigung oder mit dem Programm Hochdruckreiniger heißt es bei uns. Da ist auch noch ein bisschen Shampoo mit drin,
Das heißt, die Felgen sind jetzt im Anschluss nicht 100% klar, sondern ich sehe es hier, da läuft ein bisschen Shampoo-Wasser raus. Schön zu sehen. Und so macht er jetzt die vier Felgen und damit hat er auch den Felgenreiniger runter. Und wir gucken auch gleich nochmal hinten, ob da noch was angebacken ist, aber ich gehe nicht davon aus. Es geht auf die andere Seite. Also sehr, sehr cool. Also ich freue mich schon, Leute, wenn Kevin aufs Dach klettert. Da hinten. Also ich sehe es auch aus der Entfernung und spüle es schön runter. Gucken wir uns gleich nochmal an. Hier vorne die Felge auch schön sauber. Ist auch nichts angebacken, also es funktioniert. Man muss halt wirklich einfach darauf aufpassen, dass man das schön abspült. Jetzt macht er auch nochmal eine zweite Runde. Oder solange noch ein bisschen Geld im Vorrat ist, dann macht er einfach nochmal Runde 2, so wie es ausschaut. Also vielen Dank nochmal an Kevin hier fürs Vorbeischauen auf der Durchreise und dann haben wir uns gleich ein bisschen verabredet. Heute Nachmittag macht er dann weiter hier und das ist eine sehr, sehr coole Sache. Also wenn ihr auch mal Bock habt, hier mit mir so ein Waschvideo zu drehen, um mich mal kennenzulernen, einfach quatschen und ein bisschen Erfahrung austauschen und gerne auch hier so eine Community-Wäsche, dann meldet euch einfach hier. Ihr kennt die Quellen, ich brauche es euch nicht nochmal nennen. Es gibt, glaube ich, unzählige Möglichkeiten, mich mal zu kontaktieren. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Kevin, ich verkabel dich mal wieder. So, ich hoffe, das hält. Perfekt. So. Gut. Jetzt Schaum. Genau. Ich kann dir eins sagen, bei uns der Schaum ist noch nicht so schaumig, wie wir uns das alle wünschen. Ja, gut. Er ist noch ziemlich wässrig, aber ich glaube, das ist bei den Temperaturen kein Nachteil. Wirst aber gleich sehen. Dauert aber ein paar Sekunden, bis der kommt. Ja, stimmt, hat gesehen. So, dauert ein paar Sekunden. Da hast du Synthetic Spray-Wax? Man sieht's. Ja. So, jetzt. Da hat der Schaum kaum eine Chance. So, ich habe nochmal Ton abgemacht, damit das nicht für euch auch so laut ist. Das ganze Auto ist nur am Abperren. Guckt euch das mal an. Scheibe ist Medium am Abperren, aber Front, dort guckt euch mal vorne an. Ja. Hat gar keine Chance. Tja. Aber das ist nicht schlimm, Leute. Wichtig ist, dass wirklich alles auch benetzt ist und dann funktioniert das auch. Brauchen wir jetzt keinen riesengroßen Kopf machen. Läuft ja dann auch gleichmäßig über alles drüber und das sieht aus, als würde er gar nicht einsprühen. Das ganze Auto abhärt. Kennt er auch. Und hier geht jetzt auch nochmal hier was über die Felgen drüber und damit habt ihr einfach nochmal einen Reinigungsschritt, nochmal einen Reinigungsschritt auf der Felge. Also es ist nicht nur der Felgenreiniger, dann die Hauptwäsche, dann nochmal der Snowfoam, dann wird nochmal abgespült. Also ihr habt wirklich so eine Wäsche, die sehr, sehr effektiv ist für die Felge. Und eigentlich, mal gucken, wie er weitermacht, würde er jetzt im Anschluss abspülen komplett. Und dann kommt eigentlich die mehr oder viel Waschhandschuhmethode. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hinbekommt auf der Haube, Dach. Seht schon hier, da ist natürlich sehr, sehr hohes Fahrzeug. Und das macht natürlich auch heute mal besonders in dem Video. Deswegen freuen wir uns natürlich auch über den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, gern hier teilen und wenn Fragen sind, bin ich da auch jederzeit für euch erreichbar. So, jetzt geht's los mit Abstrahlen. Wie gesagt, ich versuche das für euch ein bisschen kompakt zu cutten, weil ich denke mal so 3 Minuten lang Hochdruckreiniger wollt ihr euch am Ende dann auch nicht angucken. Es geht ja auch primär darum, so ein bisschen zu schauen, wie handeln das die Besitzer der Autos. Also hier bei Kevin mit dem hohen Dach. Ihr seht, er klettert jetzt nirgendwo hoch, irgendwie aufs Trittbrett oder so. Er kommt mit dem Arm noch relativ so von oben noch schräg drauf, spült das damit so seitlich runter. Das geht. Aber es fehlt natürlich so ein bisschen der Druck nur auf der Oberfläche. Hier hast du jetzt richtig schön den Druck auf der Oberfläche. Aber wenn du von der Seite hier oben spülst, fehlt dir so ein bisschen. Also wenn hier oben jetzt viel Dreck ist, ich glaube, da muss der Snowfoam viel, viel Reinigungsleistung zeigen. Der Snowfoam bei uns kann das. Der ist wirklich sehr, sehr cool. Aber wenn du jetzt wirklich viel, viel Dreck auf dem Dach hast, und du kommst aufs Dach nicht so schön hoch, dann fehlt jetzt ein bisschen der Druck vom Wasser.
Er macht hinten die Tür ein bisschen auf, damit das Trittbrett rauskommt. Jetzt macht er sie wieder zu, fährt das Trittbrett rein. Die Technik sehen wir dann auch noch mal bei der Dachreinigung. Das wird sehr lustig. Und jetzt spült er praktisch alles ab. Ich glaube, Scheibenversiegelung hat er keine drauf, so wie es ausschaut. Aber Synthetic Spraywax perlt wie Sau. Gucken wir uns mal an. Sehr, sehr cool. Und er macht das immer mit dem Hochdruckreinigerprogramm. Er arbeitet nie mit Glasspülen. Er hat jetzt auch jetzt wieder, wenn ich mich nicht gerade irre, oh nee, doch, sorry, er hat das Glasspülprogramm jetzt genommen. Nee, hat er nicht. Jetzt bin ich gerade selber verwirrt. Wir gucken nach. Da, Hochdruckreinigen. Also doch. Also er nutzt auch jetzt wieder Hochdruckreinigen. Ich dachte, er hat jetzt Glasspülen. Aber ist nicht schlimm, da hat er vielleicht das Shampoo, was hier mit drin ist, auch nochmal mit auf den Lack. Und von der Laufzeit her geht das auch klar. Das ist bei uns kein wesentlicher großer Unterschied, glaube ich. Also sehr schöne Sache. Damit strahlt er jetzt nochmal den ganzen groben Schmutz runter. Und danach geht's an die Handschuhe. Ich bin gespannt. So, Kevin ist jetzt durch hier soweit. Macht noch den letzten Sens hier. Versprüht er noch. Shampoo einmal haben wir aufgeschäumt. Nee, er macht das dann immer so, er wirft dann mal ein, zwei Handschuhe rein, nimmt den ersten und immer wenn er so wechselt, schmeißt er dann einfach die nächsten rein. Und sonst würde er ja, wenn er jetzt hier alles reinmacht, würde er alles überlaufen. Und das können wir jetzt auch nochmal schön beobachten. Also Synthetic Spraywax hat immer noch sehr, sehr gute Leistung. Und jetzt im Vergleich, denn, wenn ich gewaschen habe? Ja, ich verkabel dich nochmal. Jetzt sind wir ja nicht mehr so laut unterwegs. Ja. So. Ja. Ja. Schauen wir mal. Machst du so 3-4 Stück rein, oder? Ja, eine Handvoll, mal gucken. Ich sag mal, wenn ich zu Hause in meiner Garage wasche, dann wird die einmal nicht so voll. Aber geht schon. Pass ein bisschen auf mit deiner Uhr. Ja, stimmt. Gut, dass du sagst. Du bist zwar bestimmt Rechtshänder, aber nicht, dass du dich mal mit links irgendwo abstützt oder festhältst an der Reling und dann kratzt du dir mit dem Handgelenk auf deinem wunderschönen schwarzen Lack was kaputt. Waffenarsenal ablegen. Ja, aber ja, Leute, ich pass auf. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wir sind alle gespannt. Vor allen Dingen aufs Dach. Noch kurz erstmal Platz. Bei uns ist heute sehr, sehr entspannt. Hier hinten ist auch eine Baustelle. Als B-Box, da ist der Anfang heute nicht so groß, deswegen kann ich auch mit meinem Auto hier schön im Schatten parken. Aber sobald jetzt hier Leute kommen würden, fahre ich natürlich raus, ganz klar. Aber im Moment ist ganz, ganz wenig Anfang, zum Glück. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Auch eine Waschmethode, die man definitiv machen kann. Und die absolut ihre Berechtigung hat. Man hat halt nur die Investition, dass man wirklich... genauso läuft das. Sehr gut. Und halt nur die Investition wirklich erstmal in die Waschhandschuhe. Anstatt halt in den zweiten Eimer und in eine Schmutzfalle. Ich denke mal, das wird sich nicht viel nehmen von der Investition. Kommt auch immer darauf an, wie viele Waschhandschuhe ihr nutzt, wie groß das Auto ist. Kevin hat ja, wie gesagt, er hat so viele Handschuhe. Aber ich denke mal, so 6 bis 8 Stück, da könnte man auch schon sehr weit kommen. Und jetzt geht es halt hier aufs Dach. Unten das Trittbrett knuscht ein bisschen. Jetzt klettert er hier auf dem Trittbrett lang. Ist ja fast 20 Jahre alt. 20 Jahre, das darf ein bisschen knirschen, ne? Ich denke auch. Kommt alles noch. So, und dann hält er sich mit einer Hand an der Dachreling fest, schmeißt den Handschuh auf die andere Seite. Also ihr merkt hier, die Ami-Fahrer, das sind halt einfach Leute, die sind halt immer gut drauf. Also das ist auch wirklich so, alle, die ich kennengelernt habe, die wirklich mit Leidenschaft solche Autos fahren, das ist einfach, das ist immer wieder so. Die sind einfach immer total entspannt, lockere Leute. Und haben halt einfach immer Freude an der Sache. Da gibt es auch keinen Markenneid oder irgendwie so dieses Gegeneinander. Das ist egal, ob du einen Chevrolet, einen Dodge fährst oder was auch immer. Das ist einfach immer coole Leute. Das habe ich auch, als ich den Ram noch hatte, so auf Treffen immer gemerkt. Immer sehr, sehr cool. Ja. So sieht's aus. Perfekt. Na, dann springt den Handschuh hier direkt aus. Und den nimmst du jetzt sozusagen nicht mehr. Der kommt jetzt in den sogenannten Mülleimer. Ein Resteimer. Oder Wascheimer für die Wäsche. Ich denke mal auch, der wäre bestimmt noch weiter gegangen. Ja. Aber du hast halt den Vorteil, du hast ja noch viele Handschuhe jetzt. Ne? Aber das Schwarz ist sehr empfindlich, ja, wie ich finde. Deswegen einfach auf Nummer sicher gehen. Der Handschuh wandert jetzt hier genau in den Wascheimer. Und jetzt geht es hier weiter mit dem nächsten Waschhandschuh.
Und so geht er jetzt Schritt für Schritt rum. Jede Sektion bekommt seinen eigenen Waschhandschuh. Ja, die Methode könnt ihr natürlich auch gerne mal austesten, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten geht das jetzt hier von Step zu Step. Und wie gesagt, ich will Kevin jetzt auch nicht die ganze Zeit filmen. Er kann das, soll das wirklich ganz in Ruhe machen. Schauen wir uns gleich nochmal an, wenn er an einer anderen Stelle ist. So, mal Auto rausgefahren. Und wie immer hier Johanniter, ihren Transportern, auch wieder mal am Start. Die kennt man schon. Man grüßt sich schon. Ich bin so oft hier und die sind auch eigentlich täglich sind die hier um die Zeit. Dann fahre ich natürlich raus, ganz logisch. Damit die hier ihre Transporter waschen können. Die haben jetzt hier die zwei Boxen besetzt. Ganz klar. So, und gucken wir mal, wie weit du bist. Ja, ich muss zwischendurch einmal absprühen. Weil sonst trocknet mir das alles an. Ja, das kann durchaus sein, weil also hinten steht er halt ziemlich in der Sonne. Ja. Oder du hättest halt vorn angefangen, aber das sind halt so kleine, das manchmal denkt man auch nicht an alles. Das geht mir genauso. Das ist richtig. Man beachte den riesen Spoiler. Ja, das ist auf jeden Fall, der sorgt für Abtrieb. Ne? Hier, das ist Anpressdruck 100 Gramm bei 200. Ja. Schafft er zwar nicht, aber ja. Aber damit fährt man auch keine 200. Jetzt entschleunigt ziemlich dieses Auto. Ja, das habe ich beim Rim auch gemerkt. Ja, du bist absolut, dein Herzschlag geht auf ein Minimum. Ja. Das ist wirklich. Aber du hattest auch immer, wenn jemand mitgefahren ist, alle waren immer total gut drauf, hatten Spaß, Platz, immer gute Laune. Das haben so, das hatte der Rim einfach, das konnte der Rim. Ich glaube, das wird er hier genauso gut können. Das ist richtig. Und irgendwie, die Fahrt in den Urlaub geht ziemlich schnell vorbei. Ja. Finde ich. Also diese 3, 4, 5 Stunden, die man fährt, stören mich jetzt immer nicht. Ja, also ich vermisse meinen auch. Aber das war halt einfach so, gab so ein paar Gründe. Preissteigerung, Angst vor hohen Spritkosten, was ja auch wirklich gekommen ist jetzt. Und dann hatte ich auch ein bisschen Panik, wenn vielleicht mal der Punkt kommt, dass du die nicht mehr loskriegst. Ja. Weil einfach so mies gemacht wird von der Politik. Da hatte ich halt ein bisschen Angst vor beim Ram. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich den weitergegeben habe, weil der Moment hat einfach gepasst. Aber trotzdem, selbst meine Frau und selbst unser Kind hat gesagt, schade, wo ist der große Schwarze hin? Ne? So. Ja, ist richtig. Ja, meine Kinder möchten auch immer, dass Papa sie abholt. Ja. Mit dem Auto, anstatt mit Mamas Auto. Aber mal gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht gibt es irgendwann einen Ram mit Elektroantrieb, wenn man geht halt einfach nie anders. Mal gucken. Mal gucken. So, ich werde jetzt erstmal nochmal. Ach so, jetzt machst du erst Insektenentferner? Nee, hab ich jetzt völlig vergessen. Aber ich muss sagen, ja, aber so viel ist hier gar nicht drauf, oder? Hier war noch. Naja, ein bisschen. Also mal, aber denk dran, du hast die Eindruckzeit ist jetzt nicht so hoch, ne? Ja, wir werden. Ach, also ich muss ehrlich sagen, also. Ich probiere es erstmal so. Ich glaube, es ist heute nicht nötig so. Der Schaum hat schon die erste Runde abgelöst. Also das sah bei Luca und seinem Honda Civic deutlich. Mal die erste Runde aussprühen. Von der Verschmutzung her. So, nochmal Ton abgenommen, dass es nicht so laut ist. Ich sprühe da praktisch alles nochmal ab. Erstmal im hinteren Bereich, damit das Shampoo dort nicht eintrocknet. Und dann wäscht er praktisch vorne nochmal genauso mit dem Waschhandschuh. Ja, da hat jeder so seine eigene Taktik. Ne? Einfach so. Das ist ja das Spannende. Und da kann jeder so ein bisschen schauen, wie er klarkommt. Also jetzt abstrahlen, ich habe mir den Handschuhen vorn weiter. Synthetic Spraywax arbeitet auch noch absolut top auf der Front. Deswegen sind da auch keine Insekten groß drauf. Die lösen sich so schnell runter, können wir uns den Insektenentferner heute sparen. So, jetzt kommt hier natürlich die Front dran und im Anschluss wird er nochmal abgespült. Und schaut mal, was er zum Trocknen mit hat. Das wird doch spannend. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt genau gefragt, wie trocknest du? Mit Blade oder mit Tüchern? Und er meint, ja, die großen Stellen macht er hier mit dem Lufttrockner, mit dem Gebläse und dann den Rest mit Tuch. Und das wird spannend. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Und so geht er jetzt ganz entspannt hier drüber. Und dann wird nochmal abgespült. Und ich denke mal, wir machen jetzt den Cut. Einfach zu dem Punkt, dass wir sagen, wir trocknen, um einfach für euch da auch ein bisschen kompakter das Video zu halten. Also bis hierher erstmal, ihr habt, denkt mal, die Methode, könnt das nachvollziehen, versteht den Sinn. Ihr habt halt einfach immer wieder einen frischen Handschuh, müsst nichts auswaschen, habt keinen zweiten Eimer, bloß der zweite Eimer halt zum Entsorgen in Anführungsstrichen der Handschuh. Und damit
auch eine Methode, definitiv mal eine Überlegung wert. So, damit ist er mit den Handschuhen durch. Jetzt geht er mit Glanzstühlen drüber, um einfach nur die letzten Shampoo-Reste runterzuspülen, um im Anschluss dann einfach so ein bisschen auch die Sicherheit zu haben, dass nicht unnötig viele Kalkflecken entstehen. Es kann aber immer mal irgendwo ein Fleck kommen. Dafür gibt es ja auch einen Detailer oder so ein paar Spraybags nochmal schnell verdünnt 1 zu 10, kurz die Stellen behandeln. Und das ist halt ganz, ganz easy zu machen. Genau, spült das Shampoo ab, Haube perlt wie Sau. Schön zu sehen, und auch die Front. Nichts von den Reinigungsaktionen hat jetzt hier irgendwie Synthetic Spraywax von an der Front angelöst. Und er hat das letzte Mal vor 2 Wochen gewaschen, meint er. Und das ist schon eine sehr, sehr schöne Sache. Also, jetzt, wie gesagt, alles schön abspülen. Shampoo-Reste entfernen. Und dann treffen wir uns jetzt gleich zum Trocknen. Das wird cool. Ich glaube, ich werde dich mal nicht mit Ton verkabeln, weil das wird sonst zu laut. Aber du kannst mir mal kurz erklären, was du hier so mit hast. Ja, von Ryobi. Frag mir nach denen. R18TB. Klein, handlich. Akkubläser, Stufe 3. Genau. Akku. Und jetzt bin ich mal gespannt. Akku-Variante gibt es ja noch größere. Ja. So mit 18 Volt, 4 Ampere Stunden. Gibt es auch mit 6 Ampere und 9, glaube ich. Aber jetzt bin ich gespannt. Ja? Leg mal los. Wird aber laut. Da hat es sogar Gehörschutz mit. Ich glaube, ich gehe mal hier ein bisschen auf Abstand. Jetzt gucken wir erstmal. Was geht? Jetzt bläst er praktisch. Wir gehen mal ein Stück näher ran, Leute, auch wenn es jetzt ein bisschen lauter wird. Ich rede mal nicht und wir gucken einfach mal. Also ich muss echt sagen, das funktioniert eigentlich gar nicht mal so schlecht. Könnte ein bisschen mehr Power haben, finde ich. Aber du hast halt den Vorteil, dass du wirklich kontaktlos trocknest. Aber bei dem großen Auto dauert es natürlich auch eine Weile. Also ich glaube, wenn ihr dann in so einer SB-Box seid, wo ihr richtig Andrang ist, da kommt das Schlepper, wird der Erste aussteigen und euch hier ansprechen, wann du endlich mal fertig bist. Also das dauert natürlich auch ein bisschen, aber es ist natürlich für das Auto wirklich eine extrem schonende Trocknung. Du kannst es auch aus den kleinen Ritzen rausblasen. Das restliche Wasser. Also die Methode ist auf jeden Fall top. Und dann geht er, glaube ich, die Reste noch mit einem kleinen Tuch ab und damit hast du einfach auch eine relativ effektive, schnelle Trocknung. Aber wirklich, ihr seht, jetzt hat er erstmal die erste Seite und hast noch Front, Heck, Dach und noch die andere Seite. Also das dauert bestimmt so mal 6-7 Minuten insgesamt. Je nachdem, wie gründlich du das machst. Also eine Möglichkeit definitiv. Aber auf jeden Fall, man muss halt wirklich das in Ruhe machen. Und am besten, wenn nicht viel Andrang ist. So, dann ist jetzt die Hustaktion vorbei. Was schätzt du, wie lange das immer so dauert? Also für unter 5 Minuten wird es nichts, oder?
Also so maximal 10, oder? Man will sich ja Zeit lassen, wenn es richtig gründlich ist. Machen. Und den Rest machst du jetzt sozusagen noch mit dem Tuch? Ja, also Dach hauptsächlich, weil da mit Pusten, Blasen, wie man sehen will, ist sehr, geht auf die Arme. Aber du hast schon echt viele Stellen trocken. Ja, das meiste auf jeden Fall. Ja, Dach ist halt nur echt schwer zu erreichen, da fehlt dann auch ein bisschen der Luft. Und hier oben sammelt sich auch das Wasser und das ist natürlich immer dann, da geht auf jeden Fall ein bis zwei Tücher meistens drauf. Wäre spannend mal zu testen, ob man das mit einem Twisted Pile Tuch, wie weit man da kommt, ohne Luft trocknen. Das wäre auch, hier hat man auf jeden Fall eine Menge Wasser drauf. Also ich glaube, spätestens mit zwei Tüchern würde es bestimmt klappen. Eins fürs Grobe und ein zweites fürs Perfektionstrocknen. Oder schnell genug fahren. Oder das, ja. Hier bei dem normalen Fasertuch merkst du aber jetzt schon, das schafft es dann auch nicht gleich mehr 100%. Ne? Ja. Also die Fasern sind so ein bisschen den Twisted Pile Tüchern unterlegen. Ist ja auch schon ein paar Tage älter. Und ja. Aber so, wenn man jetzt hier mal guckt, Leute, das ist komplett trocken. Hier haben wir noch so ein kleines bisschen, was runterläuft. Aber die Haube ist komplett trocken. Hier am Spiegel, typische Stelle. Ach. Ja. Ich hoffe, man kann es erkennen, die kleine Laufnase. Kann man aber, wie Kevin schon sagte, ne? Bisschen Synthetic Spraywax ins Tuch, einfach nochmal die Laufnasen wegmachen, vielleicht auch gerne 1:10 verdünnen und dann geht das eigentlich echt ganz entspannt und man hat gleich noch mit versiegelt. Ne? Das ist richtig. Ja, er steckt dann hinten hier auf den Reifen drauf, das ist alles, das muss man wissen, aber das lernt man, wenn man so ein Auto fährt. Ja, ein Freund von mir nimmt beim Buswaschen immer eine Leiter mit. Eine Leiter, genau. Aber das finde ich jetzt übertrieben. Ja, und damit trocknen wir das Auto. Und ich denke mal an der Stelle, vielen Dank, Kevin, für das Demonstrieren hier dieser Waschtechnik. Gerne, gerne. Hat sehr gut geklappt. Wir machen uns jetzt auf den Weg hier zu mir in die Halle, checken nochmal sein Set. Da gibt es ein kleines Extra-Video. Da gucken wir, was er alles so insgesamt nutzt. Nicht nur jetzt bei der Wäsche, sondern was insgesamt alles an Equipment vorhanden ist. Und damit sage ich nochmal Danke an Kevin hier fürs dabei gewesen sein. Danke an euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, hier auch an Kevin, könnt ihr auch hier unten in die Kommentare reinschreiben. Auch zum Auto oder wenn ihr hier spezielle Tipps braucht, was diese Autogröße angeht. Gut, ich habe auch ein bisschen Erfahrung mit dem Ram natürlich. Schreibt einfach gerne unten rein. Ansonsten danke, Daumen nach oben nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Video.